Ich habe Geschichten gehört. Am Ende einer kleinen Seitenstraße in Cochrane, Alberta. Sie haben dort ein Kloster, im altrömischen Stil. Doch wirklich berühmt ist der Ort für seine massive Statue von dem gekreuzigten Christus inmitten des Waldes. Ich war schon einige Male dort, bin den kleinen Weg mit all den kleineren Statuen am Wegesrand entlang gegangen. Unter ihnen sind Kinder, Babys, alte Witwen und eine Gruppe von Menschen, die in Richtung Christus greifen. So als würden sie wollen, dass er sie hört. Und am Ende von all dem steht ein 20 Fuß hohes Kreuz, an dem Jesus in voller Pracht hängt. Viele Leute hier regen sich darüber auf, dass Christus am Kreuze weint. Keiner kann wirklich genau sagen, warum. Weinen entspricht nicht dem Handeln des Erlösers. Niemals. Undenkbar. Ich war bisher immer nur am Tage da. Dennoch ist es ein sehr außergewöhnlicher Pfad. Selbst für Atheisten, wie ich es einer bin, ist er sehr inspirierend. Mir sind Kerzen aufgefallen, direkt unterhalb der Statuen. Ich habe mich ein wenig umgehört, ob diese nachts entzündet werden und ob ich nach Sonnenuntergang erneut kommen könnte. Doch die einzige Antwort, die ich bekam, war, dass der Pfad nach Sonnenuntergang nicht zugänglich wäre. Warum, wollte mir allerdings keiner erläutern. Da ich nie jemand gewesen bin, der sich gerne an unsinnige Regeln hält, kehrte ich in der Nacht zurück und kletterte über das Tor zu dem Pfad. Als ich dem gewundenen Weg zu der großen Statue folgte, passierte ich zuvor die kleineren. Sie wirkten anders. Lag es an dem Winkel, in dem das Licht sie beleuchtete? Die Statue des Kindes. Die Augen waren eingesunken. Und Schatten ließen seine Finger in dunkle Klauen auslaufen. Die Menschen, die sich zu Jesus neigten, wirkten wie Tote. Die Hände in seine Richtung gereckt. Eine Mischung aus Horror und Verzweiflung in ihren Gesichtern. Etwas an ihnen bereitete mir Unbehagen. Es lag nicht unbedingt an ihrer Erscheinung, sondern eher an etwas Instinktivem in mir. Schließlich erreichte ich die Statue von Jesu und blickte in sein Antlitz. Mehrere Stunden, so fühlte es sich zumindest an, stand ich dort und wunderte mich, warum er weint. Ich hörte das Flüstern und Rascheln in den Bäumen um mich herum, lange bevor ich etwas sah. Ich blickte ein letztes Mal zu Christus hinauf, direkt in seine kalten Augen. Und ich verstand. Er weinte um mich.